Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Kunst. Heute möchte ich euch gerne eine kleine Übung zeigen, wie ihr innerhalb von 30 Minuten, wenn ihr schnell seid, ihr könnt die Übung aber auch machen in 60 Minuten oder 90 Minuten, ein Bild herstellt, was so aussieht. Diese Übung heißt Blick aus dem Fenster. Das hier ist ein ganz normales A4-Papier und ihr seht, hier habe ich Löcher reingeschnitten und das ist ziemlich cool, weil ich nämlich jetzt unter diese Fenster verschiedene Sachen legen kann, wie zum Beispiel andere Fotos oder Bilder. Ich habe hier das hier gefunden, hat mir mein Freund ausgeliehen. Das ist, wow, das ist ziemlich teuer, dieses Marvel-Buch. Avengers gegen X-Men, das muss ich ihm wieder zurückbringen. Hoffentlich sieht er dieses Video nicht. Ja, hier könnt ihr zum Beispiel einfach irgendeinen Untergrund nehmen. Ne? Blau zum Beispiel. Oder einfach irgendeins von diesen Bildern. Und dann schaut mal, was passiert. Ja? Und das ist eigentlich die Übung für heute, dass ihr einen Blick aus dem Fenster macht und das kombiniert mit verschiedenen Dingen, die ihr findet. Entweder bei euch zu Hause oder ihr könnt natürlich auch wirklich aus dem Fenster gucken und schauen, wie das aussieht, wenn man mit dieser Vorlage aus dem Fenster guckt. Schaut mal hier, das hier finde ich ganz schön. Das ist so eine Art Weltraum. Und dann kann man hier so einen Blick in den Sternenhimmel kreieren. Das finde ich auch ganz schön. Ein bisschen mal näher rankommen. Ja. Irgendwie ganz... ganz cool, oder? Ihr könnt natürlich aber auch Fotos nehmen, wie zum Beispiel ja, Bücher. Auf Büchern ist ja manchmal auch, sind auch Gesichter zu sehen. Also hier, das habe ich jetzt gerade hier gefunden. Ziemlich tolles Buch von Mai Ayim, Farbe bekennen. Und wenn ihr das hier so rüberlegt, müsst ihr bei den Gesichtern ein bisschen schauen, dass man die Gesichter auch sieht. Hier oben sieht man jetzt die Gesichter nicht. Da müsst ihr so lange das Fenster schieben, dass es ein guter Bildausschnitt ist. Das hier finde ich zum Beispiel ganz spannend. So, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ja, da guckt jemand so aus dem Fenster. Das ist übrigens Mai Ayim, eine Philosophin, eine, wie soll ich sagen, eine ganz tolle Lyrikerin. Lebt leider nicht mehr. Mai Ayim. Die Frau guckt da so runter. Sowas kann man machen. Ihr könnt natürlich aber auch echte Fotos nehmen von euch selbst aus dem Fotoalbum. Schaut mal, das hier zum Beispiel. Das hier habe ich gerade gefunden. Das hier ist ein Klassenfoto. Und ratet mal, wo ich hier bin. Na, habt ihr mich gefunden? Genau, ich bin der da. Spaß. Ich bin der da. Das bin ich als 17-Jähriger. Nee, Quatsch, das ist hier eine siebte Klasse, glaube ich. Siebte Klasse. Ja, und sowas kann man natürlich auch verwenden. Rüberlegen und dann einfach mal gucken, wer schaut denn da so rein durchs Fenster. Finde ich auch ganz gut. Wenn ihr einen guten Bildausschnitt gefunden habt, dann nehmt doch ein Handy. Ihr habt ja bestimmt alle ein Handy. Ne? Und dann macht ihr einfach ein Foto davon. Ihr wisst ja, wie das geht. So. Und diese Fotos, die würde ich ja gerne mal sehen. Ihr müsst immer einmal hier so raufklicken, das kennt ihr auch, damit er scharf stellt. Und dann klack, fertig. Gut. Also das ist die Aufgabe für heute, einen Blick aus dem Fenster zu schaffen. Und ich werde jetzt Schritt für Schritt es vormachen, wie ich dieses Bild gezeichnet habe. Und ihr könnt jetzt einfach mitmachen, Schritt für Schritt. Und wenn euch irgendetwas zu schnell geht, dann macht ihr einfach auf Pause und spult wieder ein bisschen zurück. Und so könnt ihr Schritt für Schritt einfach loslegen. Okay? Seid ihr bereit? Dann auf geht's! Machen wir mal alles zur Seite. Bitte nicht verraten, dass ich dieses Buch noch habe. Also so soll es am Ende aussehen. Ihr könnt natürlich auch ein eigenes Fenster zeichnen, zum Beispiel ja, einfach euer Fenster von zu Hause. Da seid ihr natürlich sehr frei, aber manche sind so ein bisschen verunsichert, wie man ein Fenster zeichnet. Deswegen
gibt es jetzt von mir eine Vorlage und die könnt ihr dann gerne einfach verwenden. Ich habe leider den Fehler gemacht, ich habe hier so ein Papier genommen. Schaut mal, was auf der Rückseite bedruckt ist. Schmierpapier, weil ich kein Papier verschwenden möchte. Wenn ihr das benutzen wollt, um das gegen das Fenster zu halten, ja, müsst ihr schon ein Papier nehmen, was hinten weiß ist, ja, weil die Schrift scheint leider durch. Was ihr braucht für diese Übung sind ein paar Stifte. Ich habe jetzt hier einfach so ein paar Buntstifte von meiner Tochter geklaut. Das reicht schon. Schön komplementär, nur so grün und rot, blau und gelb. Das kommt immer ganz gut. Eine dunkle Farbe sollte dabei sein für die Outlines. Dann weiß ich nicht, ob ihr mit sowas umgehen könnt. Wahrscheinlich eher nicht. Nehmt dann ruhig ein Messer. Ich bin ja erwachsen, deswegen habe ich ein Cuttermesser benutzt. Aber wenn ihr damit noch nie gearbeitet habt, dann lieber nicht. Okay, dann legen wir los. Also, wir fangen an mit der dunkelsten Farbe. Das ist hier die hier. Und als allererstes zeichne ich eine Ecke. Ein Strich so. Dann kommt der Boden. Okay, ihr könnt gerne ein Lineal verwenden, wenn ihr wollt. Ihr könnt aber auch einfach mal gerade zeichnen. Gebt euch Mühe. Das ist der Blick auf eine Ecke im Fenster. Und hier kommt dann ein Fenster. Hier auch. Achtet darauf, dass ihr das nicht zu klein zeichnet, weil wir müssen die Fenster ja später auch ausschneiden. Und dann ist das so ein bisschen Fummelarbeit. Okay, jetzt habe ich die beiden so wie Tore oder Türen eingezeichnet. Und hier kommt dann ein Fensterbrett, nennt man das. So. Ein Fensterbrett. Einmal hier und einmal hier. Darunter ist die Heizung. Das deute ich jetzt einfach mal hier nur mit diesen Strichen an. Kein Mensch muss wissen, wie man einen Heizkörper zeichnet. Das ist nicht Teil von Allgemeinbildung. Jetzt geht es ums Fenster. Ich würde euch echt mal darum bitten, euch eure Fenster zu Hause mal anzuschauen, wie die aussehen. Ja, das sind ja wirklich mehrere Linien und auch nicht so einfach zu zeichnen, weil das ja auch dreidimensional ist, aber probiert's mal. Also so sieht zum Beispiel ein Fenster bei mir zu Hause aus. Das sind Altbaufenster, nennt man das auch. So. Und dann gibt es bei mir noch in der Mitte diesen Pfosten. So. Das gibt es in Altbaufenstern. Und dann gibt es hier noch auch so einen Strich, den nennt man Kämpfer. Das ist der sogenannte Kämpfer. Hat nichts mit Straßenkampf oder sowas zu tun. Vielleicht kämpft er einfach hier so gegen die Schwerkraft an, damit dieses Fenster nicht runterfällt. Ja, und dann gibt es hier noch auf der Seite einen 3D-Schatten. Ja, also hier ist die Mitte und hier ist der Schatten. Den fülle ich auch gleich mal dunkelblau aus. Ich mache das jetzt ganz schnell, weil ich ja schon weiß, wie das Bild am Ende aussehen soll. Also ihr könnt euch ruhig ein bisschen Zeit lassen. Diese Linie, die müsst ihr ordentlich zeichnen. Ne? Wenn ihr die nicht ordentlich zeichnet, dann sieht das nicht gut aus. Auf der anderen Seite macht ihr auch so einen 3D-Schatten. So. Füllt das dunkel aus. In dem Fall habe ich hier so einen lila Farbstift. So, ihr könnt aber auch Filzstifte nehmen, das geht auch. Okay, so. Gut, jetzt habe ich schon mal zwei Fenster, die sehen super aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch einen Teppich ergänzen. Ist nicht so einfach, einen Teppich dreidimensional zu zeichnen. Perspektivisches Zeichnen nennt man sowas. Das ist nicht ganz so einfach, man muss so ein paar Sachen wissen. Das kann ich aber gerne mal in einem anderen Video auch nochmal erklären. Viele von euch wissen ja schon, wie es geht. Aber diese Linien hier, seht ihr die hier und die hier und die hier, die fluchten. Ja, das sind sogenannte Fluchtlinien. Auch die fluchtet. Die fluchten alle auf einen ganz bestimmten Punkt zu. Und den habe ich jetzt sozusagen im Kopf.
Und diesen Punkt hier, den nennt man wie? Na klar, Fluchtpunkt. Schreibe ich hier nochmal an. Eigentlich solltet ihr das wissen. Fluchtpunkt. Diese Linien, die fluchten auch. Die fluchten aber nicht hierhin. Ja, die fluchten hier zu einem anderen Fluchtpunkt. Und der befindet sich ungefähr hier. Müsst ihr jetzt nicht einzeichnen, das ist nur zur Erinnerung. Ja? Hier irgendwo ist ein Fluchtpunkt, Fluchtpunkt 1, das ist Fluchtpunkt 2. Und so entsteht so ein Bild. Ich würde sagen, wir werden hier noch ein bisschen Farbe reinbringen, damit das so ein bisschen mehr Leben bekommt. Vielleicht noch Vorhänge, oder? Machen wir noch ein paar Vorhänge rein. Erstmal die Stange. Es gibt oben also eine Stange. So, das ist jetzt eine Gardinenstange. Links haben wir eine und rechts mache ich jetzt auch eine Gardinenstange. So. Und jetzt kommt ein Vorhang. Meine Frau liebt weiße Punkte, deswegen ihr zu Ehren werde ich jetzt, upsala, einen Vorhang zeichnen mit weißen Punkten. Die Frage ist, wie zeichnet man eigentlich weiße Punkte ohne einen weißen Stift? Einige von euch wissen bestimmt, wie das geht. Ich zeige euch, wie das geht. Ihr müsst die weißen Punkte auslassen. Also hier ist zum Beispiel so ein weißer Punkt. Ja, also am Ende soll es ja so aussehen. Weiße Punkte. Wie macht man sowas eigentlich? Ihr zeichnet zuerst ganz leicht hier weiße Punkte in verschiedenen Größen in den Vorhang rein. So ein bisschen wie so ein Fliegenpilz. Ne, hier so weiße Punkte. Mal große, mal kleine. Auf der anderen Seite genauso. Wer möchte, kann natürlich hier auf der rechten Seite ein anderes Set machen an Vorhang. Also das muss jetzt nicht rot sein, das kann auch eine ganz andere Farbe haben, pink oder grün oder was auch immer. Ja, ich mache das jetzt mal so auf die Schnelle. Rot mit weißen Punkten funktioniert auch einfach super. Ja, und das ist jetzt natürlich Fleißarbeit. Da müsst ihr euch wirklich Mühe geben, ja, beim Ausfüllen, dass ihr da nicht über die Linien geht. Also wer hier so ein bisschen konzentriert zeichnet, wird auf jeden Fall belohnt am Ende mit einer schönen, mit einem schönen Muster, mit einer guten Wirkung. Während ich hier zeichne, kann ich euch ein bisschen was erzählen über Fenster. Ich weiß nicht, ob ihr jemals darüber nachgedacht habt, wie so ein perfektes Fenster aussieht. Ich als Architekt denke natürlich oft darüber nach. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich der Meinung bin, dass die meisten Fenster, die jetzt so gebaut werden in den Neubauten, es gibt ja Altbauten und Neubauten, und wenn ich mal neue Wohnungen anschaut, wie die Fenster aussehen, da gibt es so ein paar Dinge, die finde ich ganz schlimm. Ja, und ich verrate euch jetzt mal ein paar Sachen, die ich ganz, ganz schlimm finde als Architekt. Und wenn ihr mal irgendwann Architektinnen oder Architekten sein sollte, dann könnt ihr euch ja darauf beziehen, wenn ihr wollt. Das Erste, was ich ganz schlimm finde bei den neuen Fenstern, ist, dass sie viel zu hoch sind. Schaut mal hier, diese Höhe hier, das nennt man auch Brüstung, also das hier ist die Brüstung. Und diese Brüstungshöhe, also die Höhe zwischen dem Boden und der Brüstung, die ist bei den Neubauten viel zu hoch, die ist immer viel zu hoch. Je neuer die Bauten, umso höher werden sie, das ist ganz, ganz komisch. Im Altbau ist das ungefähr so hoch wie ein Tisch. Hier könnte man jetzt einen Esstisch hier ranstellen und das Fenster noch gerade mal öffnen. Wisst ihr, wie hoch so ein Esstisch ist? Natürlich nicht, woher sollt ihr das auch wissen? Ist ja jetzt nicht unbedingt etwas, was so Schülerinnen und Schüler total begeistert. Herr Lehrer, bitte, ich möchte gerne unbedingt wissen, wie hoch ist eigentlich so ein Tisch, so ein Esstisch im Vergleich zu einem Küchentisch oder zu einem Couchtisch? Dieses Wissen ist mir sehr wichtig. Bitte verraten Sie es mir. Ist mir noch nie passiert, dass mich jemand sowas gefragt hat. Müsst ihr auch nicht wissen. Aber ja, wenn ihr selber mal Tische entwerft oder irgendwann mal Möbel baut oder so, dann müsst ihr natürlich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Und ja, das kann ich euch sagen. Ein Tisch ist ungefähr so 65, 67 Zentimeter hoch. 67 Zentimeter hoch ungefähr ist ein Esstisch. Ja, Leute, die sehr groß sind und große Stühle haben, brauchen natürlich einen höheren Tisch.
Und demnach könnte eigentlich die Brüstungshöhe so auf 70 cm Höhe sein, ja, das ist eigentlich voll okay. Dann kann man am Tisch sitzen hier und dann aus dem Fenster gucken. Die meisten Fenster im Neubau sind aber bei 90, ja, bei 90 cm oder höher. 1,10 Meter habe ich auch schon gesehen. Das hat so ein bisschen was mit Sicherheit zu tun, dass die Kinder, Kleinkinder da nicht so rausspringen können oder hochkrabbeln und rausspringen. Deswegen ist es vor allem bei Hochhäusern in Berlin zum Beispiel vorgegeben gesetzlich, dass Fenster hoch sein müssen, damit man nicht runterfällt. Ihr wisst, dass in Berlin immer wieder jedes Jahr fallen so zwei, drei Kinder aus einem Fenster und sterben. Das ist natürlich sehr traurig. Und um das zu verhindern, macht man die Fenster ganz hoch. Aber ich bin der Meinung, lieber ein Fenster niedrig machen und dann hier noch eine Stange, ja, die verhindert, dass man so rauspurzelt, als alle Fenster in einem Haus so hoch zu machen. Das hat nämlich den Effekt, dass man, wenn man hier sitzt am Fenster, dass man überhaupt nichts mehr sieht. Also man guckt dann wirklich nur noch auf die Kante. Müsst ihr mal ausprobieren. Setzt euch mal in einem Neubau auf einen Stuhl und versucht mal aus dem Fenster zu gucken. Ihr werdet eigentlich niemals die Außenwelt so richtig sehen, sondern immer nur den Himmel. Also ihr könnt eigentlich immer nur hochgucken, aber nicht runter. Und das hat wirklich ganz, das macht eine ganz blöde Stimmung im Zimmer, wenn man einfach nicht, wenn man keinen Kontakt hat zur Außenwelt, zumindest mit dem Boden, mit der Straße, mit den Menschen. Also man sieht sie einfach nicht mehr.